Guten Morgen, willkommen in diesem Video. Ich muss mal schauen. Ach, da kommt der, mein Schnucki. Gerade wollte ich gucken, was du machst. Tja, was mache ich? Ich hoffe, dass ich dir eine Freude mache. Ich gucke mal nach deinem heißgeliebten Mini. Oh ja, da machst du mir wirklich eine Freude. Mein heißgeliebtes Autochen, schon so alt, aber ja. Ja, guck mal, Von Herzen geliebt. wir haben sogar die Winterreifen noch draufgelassen, weil wir gesagt haben, wir sind eh den ganzen Sommer unterwegs, brauchen wir Tatsächlich, nicht ja. umwechseln. Ich wollte den mal durchwischen, durchwaschen und ja, einfach mal so nach generell nach den Ja, mal gucken, Flüssigkeiten und genau. allem gucken. Öl, Wasser, alles so, Alles, was er so hat, ja, was weil man muss. denkt ja auch gar nicht, ne, wenn er nur steht, aber Ja, das ist gut, weil ich auch so ein wollte Auto dann steht. morgen vielleicht mal nach Stockstadt damit fahren. Mal gucken. Was Schnucki, jetzt? was los? Ich drück drauf, alle Knöpfe gehen hoch, Ja, nur die nicht. verarsch mich nicht. Ja, guck. Du wirst mich nur ärgern. Komm mal her jetzt, hör auf mit dem. Guck, ich drück. Geht nicht hoch. Oh Mann, und jetzt? Ja, und jetzt? Das fragst du mich jetzt mal so. Vielleicht geht es hier mit diesem. Ja, aber das ist ja nur ein Notschlüssel, es muss ja trotzdem gehen. So geht's hoch. Naja, dafür ist ja der Notschlüssel, aber es muss doch auch trotzdem funktionieren. Ja, okay. Gut, nächste Baustelle. Also, hier haben wir was Ja, da muss vor. man den Oleg anrufen morgen oder so. Ja, ich muss mal gucken, vielleicht kriege ich ja auch irgendwas hin. Und dann wollten wir mal nach dem Öl, nach dem Wasser gucken. Ich fahre es dann Genau. jetzt erstmal hin, wo es gerade steht und dann. Ja, kannst ja auch erstmal waschen. Ich wollte dich jetzt nicht stören. Kannst du ruhig schön Nur putzen. Baustellen hier dein Auto, ehrlich. Aber er ist doch so toll. Ich liebe Naja, ihn doch so. na gut, alles klar. Dann machen wir jetzt erstmal weiter. Ich putze erst. So, Auto ist sauber. Na, dann werde ich doch gleich mal gucken, ob du es richtig gemacht hast. Ich glaube, du hast eine Meise. Mal ganz genau. Schnucki, jetzt übertreib's mal nicht. Ich glaube, du kannst das nächste Mal selbst machen. Also, es Nein. ist alles wieder in Ordnung. Ich habe die Reifen Luft drauf gemacht. Ich habe die Wasser, Öl. Öl, alles kontrolliert. Und Also, was mal ist mit meinem Floss? Hast du es repariert? nein. Habe ich nicht hingekriegt. Also, ich hätte die ganze Türverkleidung runter machen müssen, aber Das heißt, da ich muss du, doch meinen Freund Oleg anrufen. ja, wahrscheinlich, da du ja weißt, dass wir noch das ein oder andere zu tun haben, habe ich gedacht, das lasse ich mal im Oleg lieber. Na gut, aber er sieht ja wirklich schon wieder sehr, super, super gut aus. Gut, Schnucki, dann würde ich sagen, ich wollte gerade mit Lotti eine Runde durch den Wald. Möchtest du mit? Wenn du mich mitnimmst. Na klar, aber zieh dir eine andere Jacke an. Das wird ein bisschen frisch, glaube ich, mit der dünnen Ja, es Jacke. ist ganz schön. Also die Sonne ist weg und jetzt wird es wirklich frisch. Gut, dann ziehe ich mir eine andere Jacke an Ja, und alle dann. hopp, los Komm, geht's. auf, Hopp, Matti! hopp. Komm! Die Leine. Die Leine. Ja, ich muss aber erst noch mal was anderes. Ich habe mir hier eben in die Jackentasche gegriffen. Der ist komplett verklebt. Ich habe da irgendwie einen Bonbon irgendwie anscheinend, als ich das letzte Mal drin hatte, im Winter irgendwann reingesteckt. Und im Sommer wurde es anscheinend irgendwie Und heiß. was willst du mir jetzt damit sagen? Ja, dass du vielleicht mal danach gucken könntest, Ich würde wenn. sagen, du nimmst dann einfach mal, wenn wir wiederkommen, einen Lappen, drehst die Jacke, die Tasche um und machst einfach sauber. Ich habe dir auch dein Auto sauber gemacht. Ja, aber das war ja nicht Bedingung, dass ich deine Jacke sauber mache, oder? Nein, wir kriegen das schon zusammen nachher wieder hin, okay? Ich denke eben, was ist los hier? Ich wollte in die Tasche greifen. Oh, das ist Das alles. waren bestimmt noch die schönen Ingwer-Bonbons. Ja. Das sind ja die einzigen, die ich so nehme. Und naja, war eben ein Schreck. Oh, my love. You're such a fragile thing, I know.
And with the winter comes the ice, the snow. But I'm here to hold. No, my love. Hast du Lust, mit mir noch mal Pilze zu suchen? Du meinst? Also du denkst besser gesagt, wir würden jetzt schon welche finden? Ja klar. Hm? Das ist, also Walnüsse sind schon da, nass war es auch die ganze Zeit. Die aber Blätter ich habe gar fallen nicht auch. Meine Regenjacke an. Das war geil immer. Letztes Jahr deine Regenjacke, wir hatten keinen Korb dabei und dann hast du deine Regenjacke ausgezogen. Es war halt auch nicht geplant. Ja, ja, so wie jetzt. So wie jetzt. Ja, und dann war es halt die neue Regenjacke und alles, was trocken war, waren die Pilze und ich nass. Nein, ja, lass gut. Uns mal hier. Es war doch hier irgendwo, ne? Ja, ich glaube so da, so diese Richtung. Da ja, müssten ne? Wir irgendwo hinkommen. So, dann lass uns gehen halt mal. Gehen wir mal gucken. But I'm trying to shelter Okay. Ja. Wo bist du denn? Hier. Da hinten. Hast du was gefunden? Nee. Es nee. Ist noch zu früh anscheinend. Ich glaube wirklich, es ist noch zu früh. Aber ich habe schon Pilze gesehen hier. Hinten auf der Seewiese, da standen schon welche. Ja gut, also solche Pilze. Ja, jetzt keine Schwiegermütter, aber ich meine jetzt so generell, da dachte ich, da müsste hier doch irgendwo was sein. Nee, ich glaube, das ist zu früh. Das war auch eher so im Oktober, als wir hier letztes Jahr waren. Die brauchen, glaube ich, noch einen Moment. Naja gut, Oktober, die zwei Tage noch. Nein, aber die brauchen anscheinend noch. Okay. Normal war es hier eigentlich sicher, dass du was findest, wenn was da ist. Naja, gut. Okay, ein Versuch war es wert. Klar, hat doch Spaß gemacht. Komm. Leider hat, keine hat jemand Pilze keine gefunden. Lust mehr. Nee, und sie hat auch keine Lust mehr. Ja, war jetzt auch eine große Waldrunde. Ja. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal einen Tee, oder? Du machst einen Tee und ich muss noch mal was anderes gucken. Na gut, also. So, für mich heißt es jetzt Pfosten einschlagen. Hier für unser Abonnententreffen. Warum? Wir haben hier unten ja, die ganze Wiese hier gepachtet. Einmal hier bis darüber, bis da hinten in die Ecke und hier oben auch noch. Also es sollte genug Platz da sein. Allerdings treffen morgen schon die ersten hier ein. Und da möchte ich halt einfach jetzt so ein bisschen was grob abstecken, dass hier einfach ein bisschen was freigehalten wird, wo sich dann am besten keiner hinstellen sollte. Und da habe ich mir jetzt hier so ein paar Pfosten besorgt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn das Schnucki gesehen hätte, wie ich mit ihr Mini hier, dass das jetzt ein Transporter ist. Naja, gut. Also ich hole jetzt das ganze Zeug mal raus und schlag mal die Pfosten ein. I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to. Put your trust into us and we will help you through, cause we only want what's ja, abgeflattert ist jetzt alles. Jetzt hoffe ich nur, dass es nicht mehr so viel Niederschlag gibt, weil ihr könnt euch vorstellen, ja, die Wiese und viel Niederschlag, was das im Endeffekt dann bedeutet. Bis jetzt sieht es ganz gut aus für unser Treffen. Guten Morgen, kleine Motti. Geh mir jetzt Gassi? Ja, fein, komm, auf. So. Wir machen jetzt unsere Seerunde. Es ist noch ziemlich früh, alles schläft noch. Und ja, wir gucken mal, ob wir ein paar schöne Bilder einfangen können. Is there a place with sun all year round? And pina coladas with pretty faces and sand on the ground? I want to stop this ongoing train before I lose.
lose my mind and go insane. I don't wanna sleep every night. I wanna light a spark in the dark. I don't wanna say I'm okay. Living the same every day. Come run beside me, let's take off. Let's leave this place. Jetzt geht's mit der Vespa zum TÜV. Den Termin haben wir auch noch jetzt dazwischen geknäult. Ja, ich mache mich jetzt fertig und dann geht's los zum TÜV. So, Gott sei Dank hat das alles gut geklappt. TÜV mängelfrei bestanden. Gut, wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Ich meine, so alt ist er noch nicht. Ich glaube, sind jetzt 3700 Kilometer drauf. Also wenn da jetzt schon was wäre, dann wäre das, glaube ich, ja, ein bisschen ungewöhnlich. Wir gehen jetzt mal gucken, was mein Schnucki macht. TÜV bestanden. Sehr gut. Und ich brauche Hilfe. Leute, ihr müsst mir helfen. Wieso, was machst du denn? Ich trage gerade, also erstmal vielen, vielen Dank an alle, die uns schon geschrieben haben zu unserem Projekt der Deutschland-Tour. Also es haben schon sehr, sehr viele geschrieben. Und ich trage jetzt hier mal so einzelne Punkte auf der Karte ein. Aber irgendwie, Leute, ich liebe das Wasser. Osten, Norden. Schreibt uns bitte. Wir haben im Süden, im Westen, also überall ganz viele nette Menschen, die uns schon geschrieben haben. Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen auch noch mal jemand. Aber ans Wasser komme ich nicht so oft, habe ich das Gefühl. Ja, oben Nordsee, Ostsee, ja. Und auch so der Ostbereich, ne? Ja, also Thüringen. Das heißt, Mecklenburg, die Mecklenburgische Seenplatte ist ja auch Wasser. Brandenburg. Ja. Irgendwie, ja, helft mir. Ja, schreibt uns gerne. Ich kann an der Stelle nochmal unsere E-Mail-Adresse einblenden. Gerne zusenden und ja, dass wir auch in den anderen Bereichen noch ein bisschen reinkommen. Ja, weil ich bin mir sicher, da gibt es auch ganz, ganz tolle Flecken und vor allem auch ganz tolle Geschichten, die ihr uns erzählen könnt. Auf jeden Fall, bin ich auch der Meinung. Ja. Wenn euch das Video bis hierher gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Es tut nicht weh. Schreibt uns in die Kommentare. A, supportet ihr uns damit. Und B, finden wir bestimmt noch ganz, ganz viele tolle Flecken in Deutschland. Und ja, vergesst die Glocke nicht, damit ihr kein Video verpasst. Und wir würden uns freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, camp your life. Tschüss. Then he kept walking on.